Grüß euch, da im Bettnau, schön, dass ihr da seid, bei einem wunderschönen Tag. Wir machen heute eine Wanderung. So eine Art Erlebniswanderung da, das heißt eigentlich der Stöckelweg. Das ist am Anfang geht es über einen Schoderweg und dann gehen wir direkt in den Wald, gehen wir den Wald entlang, dann sehen wir ein paar Wildfütterungen und dann gehen wir bis auf die Alm und da gibt es ein altes Almgebäude, das schauen wir kurz an, das ist wie ein Museum, dann gehen wir was essen oder was trinken. Wir haben da 2 bis 3 Adlerpaare haben wir noch da. Okay. Oder die was eigentlich da das ganze Region, die ganze Region in Anspruch nehmen. Dann haben wir da den Riffler, das ist unser höchster Berg. Mhm. Das ist unser Hausberg, der hohe Riffler. Der ist 3168 hoch. Das Wasser, das ist alles Trinkwasser. Jetzt eine Rehfütterung, von denen haben wir 2 Stück auf der Seite. Ja. Das wird in Winterzeit, inzwischen Mitte Dezember, bis, kommt jetzt davon, wie lange wir Schnee haben, aber meistens April, Mitte, Ende April, wird da herum gefuttert. Da ist nur das Rehtier herum. Und sonst haben wir eigentlich im Wald da einen Dachs haben wir. Mhm. Nachher den Fuchs, logisch. Und die Murmeltiere im Rafen da. Da sind wir jetzt bei der alten Nestleralm. Wir haben 2 Almen drüben. Ist jetzt eine, das ist jetzt die neue. Die hat man nachher umgebaut, weil das ist ja wirklich von früher her, Anfang 19. Jahrhundert. Und das war halt sehr karg. Ja, da hat es ja keinen Strom und nichts gegeben, hat man alles von Hand gemacht. Da sind wir jetzt erinnern in dieser Alm. Das ist eigentlich jetzt so hergerichtet worden, wie wenn eigentlich da jetzt heute in der Früh die Bauern gerade weggegangen waren. Da sind sie ausgegangen. Das ist der Kupferkessel. Da hat man nachher eben diesen Käse gemacht, da hat man Butter getrieben, da drinnen. Ja. Und da war die Tafel, da hat man halt von jeder Kuh, wie viel Milchleistung sie gehabt hat, oder, hat man da aufgeschrieben. Und so hat man das eigentlich nachher abgerechnet mit Bauer und Alm. Mhm. Oder, weil eine Kuh, was mehr Milch gegeben hat, oder, hat natürlich nachher mehr Butter und Käse rausgebracht. Ja, oder, und durch das hat man das einmal aufgeschrieben. Und da sieht man die ganzen Almen. Und wir sind momentan, da ist die Nestleralm. Prost. Zum Wohl, zum Wohl. Na, so schön. Danke für den Weg darauf. Was sind die Spezialitäten aus der Region da? Also bei uns da heroben, Tiroler Oberland, ist eigentlich schon sehr gegeben. Also Süßspeisen ist der Kaiserschmarrn. Ja. Und sonst Kässpätzle haben wir, Tiroler Gröstl. Da essen kannst du bei uns alles. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles frisch gemacht und mit Liebe. Dankeschön. Mahlzeit. Danke. Mahlzeit. Dankeschön. Ja, danke für die schöne Wanderung. Ja, sehr gerne. Gefreut hat es mich. Ja. Schön war es.
Wir haben einiges gesehen, einiges erlebt. Zwei Rächeln haben wir auch gesehen. Ja. Ja. Es hat mich freuen, wenn es wieder mal kommt. Dann sehen wir uns wieder da in der Region. Ja, danke. Gut, vielen Dank. Danke. Fertig.